Es kommt ein ziemlich neuer Text. Der hat einen prätentiös klingenden Titel, obwohl er ist eigentlich gar nicht prätentiös. Er gibt eigentlich nur ganz sachlich den Inhalt des Textes wieder. Aber ich muss unbedingt Titelschutz dafür anmelden, sonst klaut ihn mir Peter Sloterdijk. Der Titel des Textes ist Prekariat und Prokrastination. Im Verlauf des Jahres 2006 erlebten die Leser der bildungsbürgerlichen Presseerzeugnisse eine kleine, aber auffällige Änderung. Bis zum Sommer etwa wurde das neu erblühte Wort Unterschicht allenfalls widerwillig zitierenderweise gebraucht und mit entsprechend spitzen Fingern angefasst, die sich in Form von Gänsefüßen im Schriftbild niederschlugen. Mittlerweile aber werden die Anführungszeichen weggelassen. Nackt und hässlich steht das derbe deutliche Wort nun in den edlen Spalten und ruft Unbehagen hervor. Zu Recht. Die Vorstellung, dass verschiedene Gesellschaftsgruppen gewissermaßen horizontal wie Erdschichten aufeinander liegen, wobei die unteren von den oberen plattgedrückt und am Atmen gehindert werden, ist so geologisch wie abwegig. Aber auch die alternativ zum Schichtenmodell angebotene Rede von Milieus stößt auf Widerwillen, denn außerhalb der mengenlehreartigen Blasendiagramme von Werbesoziologen stellt man sich unter einem Milieu nach wie vor Menschen vor, die sich ohne Reiseabsicht in der Nähe von Bahnhöfen aufhalten oder in dunklen Kaschemmen, umwölkt von Qualm und Schnapsdunst, freudlose sexuelle Projekte organisieren. So gilt es an dieser Stelle zu vermelden, dass die Welt endlich einen Begriff für die so ungern sogenannten neuen Unterschichten gefunden hat. Einen Begriff, der sich sachlich, wissenschaftlich und taktvoll zugleich aufführt und der sich ganz gewiss durchsetzen wird, das Prekariat. Praktisch ist wohl auch, dass diejenigen, um die es geht, die vermeintlich Chancenlosen, eigentlich eher lethargischen und resignierten, die nicht mehr kochen und haushalten können und daher früh dick und krank werden, gar nicht mehr merken werden, wenn von ihnen die Rede ist, denn ihr Interesse an neuen soziologischen Fachtermini ist traditionell gering. Ein anderes Wort, das gerade erst dabei ist, in die deutsche Sprache einzudringen, und seinen bislang noch geringen Bekanntheitsgrad binnen weniger Jahre erheblich steigern wird, ist die Prokrastination. Der Begriff bezeichnet ein nicht zeitmangelbedingtes, aber umso qualvolleres Aufschieben dringlicher Arbeiten in Verbindung mit manischer Selbstablenkung, und zwar unter Inkaufnahme absehbarer und gewichtiger Nachteile. Insofern ist nicht jedes Aufschieben mit dem schönen neuen Wort zu bezeichnen. Wenn jemand in seiner Küche dutzende leere Flaschen stehen hat, die zum Altglascontainer zu bringen er seit Wochen folgenlos plant, ist das noch lange keine Prokrastination, denn schließlich erfährt man keine größeren Nachteile durch den Verbleib der Flaschen in der Wohnung mit Ausnahme einer gewissen Ungemütlichkeit. Hier handelt es sich um einen Fall schlichter und unbesorgt hinzunehmender Faulheit. Der echte Prokrastinierer indes ist weder faul noch undiszipliniert. Unter sozialer Kontrolle ist er schnell, geschmeidig und effizient. Seine Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden gerühmt. Seine Brust ist hart geschwollen vor lauter Stolz auf seine Multitasking-Fähigkeit, Kern- und Schlüsselkompetenz. Doch wehe, er wird allein gelassen und muss zu Hause arbeiten. Werfen wir mal einen Blick auf den typischen Tag eines Prokrastinierers. Es handelt sich um einen Tag, an dem eine Schreibarbeit zu erledigen ist, sei sie nun technischer, wissenschaftlicher, journalistischer oder literarischer Art. Um 8 klingelt der Wecker. Ein Faulpelz würde im Bett liegen bleiben, der Prokrastinierer aber hebt sich wohlgelaunt aus den Federn und fasst auf der Stelle folgenden Entschluss. Um 9 Uhr fange ich zu schreiben an. Er nimmt sich vor, exakt um 8.30 Uhr mit den Morgenprozeduren fertig zu sein und verwendet dabei einen alten Selbstdisziplinierungstrick. Er legt eine CD ein, die er sehr gut kennt,
und sagt sich, beim Ende von Track 1 bin ich rasiert, nach Track 2 mit Duschen fertig, nach Track 3 mit Zähneputzen und wenn Track 4 verklungen ist, dann bin ich angezogen. Wie meistens klappt das. Um 8.30 Uhr stellt er den Computer an, checkt seine E-Mails, beginnt schon an seinen Text zu denken und so ganz ungefähr schwant ihm auch bereits, wie er ihn anlegen könnte, weshalb er ein leeres Word-Dokument öffnet. Und um 8.50 Uhr rennt er wie ferngesteuert ins Schlafzimmer, zieht sich seine Trainingshose an und geht zu seinem gesundheitsorientierten Krafttraining. Eigentlich geht er dort höchstens zweimal die Woche hin. Das letzte Mal war er vorgestern. Er müsste heute also keineswegs schon wieder trainieren, aber er geht hin, um den Beginn des Schreibens zu verzögern. Nach dem Training möchte er einen Kaffee und ein Gebäckteil zu sich nehmen, aber er tut das nicht in dem Coffeeshop, der schön praktisch auf halbem Wege zwischen dem Sportstudio und seiner Wohnung liegt, sondern macht sich in planvoller Zeitvergeudung auf zu einem 500 Meter weit entfernten anderen Kaffee, wo ausgiebig sämtliche Tageszeitungen studiert werden. Denn es könnte ja sein, so sagt er sich, dass er bei der Lektüre auf irgendetwas stößt, was seinen anstehenden Text bereichern könnte. Gegen 12 Uhr ist er zu seinem Wohnhaus zurückgekehrt, doch noch vor der Haustür hält er inne, weil ihm etwas einfällt. Ist nicht vor einigen Tagen bei einer der drei Hängeleuchten im Flur die Glühbirne erloschen? Sollte er mithin nicht dringend ein Elektrofachgeschäft aufsuchen? Gott sei Dank gibt es ein solches nur wenige Straßen weiter. Dort ist allerdings zu erfahren, dass das erforderliche Leuchtmittel momentan nicht am Lager ist. Wäre unser Protagonist kein Prokrastinierer, sollte ihm spätestens an dieser Stelle bewusst werden, dass sein Flur auch von zwei Lampen noch ausreichend erhellt wird. Doch er ist Prokrastinierer und so fährt er mit der U-Bahn schnurstracks zu einem großen Warenhaus und weil er schon einmal dort ist, kauft er gleich noch eine Hose. Denn Hosen braucht man immer. Dann, gegen 14 Uhr, beginnt das große, böse Auf- und Abgehen in der Wohnung, welches sich über Stunden hinziehen kann. Wie Rilkes Panther durchpflügt der Antiheld seine Räumlichkeiten. Wir möchten nun für einen Moment innehalten und uns fragen, ob das ein stimmiges Bild ist, ein Panther, der einen Pflug ziehend Parkettfußböden aufreißt? Ja, doch, das ist leider sogar ein außerordentlich stimmiges Bild, denn genau so fühlt sich der Prokrastinierer, wie ein gelähmtes, sich selbst missbrauchendes Kraftwesen. Er ist sich seiner Kräfte und Befähigungen durchaus bewusst. Umso mehr schämt er sich, von einem dermaßen unwürdigen Problem wie dem Nicht-Anfangen-Können gehemmt zu werden. Seine Scham ist so stark, dass sie gelegentlich den Charakter heftigen physischen Schmerzes annimmt. Wie, du kannst nicht? Man muss sich doch nur zusammenreißen, würden seine Freunde rufen. Erzählte er von seinem Problem, doch er hat darüber noch nie mit jemandem gesprochen. Nur einmal erwähnte er die qualvolle Bummelei seinem Arzt gegenüber und der meinte, man solle eben nicht allzu hohe Anforderungen an sich stellen. Der gestresste Aufschieber hält seine selbstgestellten Anforderungen aber für durchaus maßvoll und ihm angemessen. Auf der Straße sieht er ja Heerscharen, die gar keine Anforderungen an sich stellen. Und bei allem Bekenntnis zu einer Welt, in der ein jeder leben möge, wie er leben will, diese Leute ohne Anforderungen wären die Letzten, zu denen er gehören möchte. Da er sonst mit niemandem je über die ihn peinigende Behinderung gesprochen hat, ist sich unser Antiheld übrigens sicher, dass er der einzige Mensch auf der Welt ist, bei dem diese, ja, durchaus Behinderung so intensiv ausgeprägt ist wie bei ihm. Anderen traut er allenfalls genussvolles Trödeln zu, ein sympathisches, verlottertes Abhängen auf dem Sofa mit Handy und Marzipankartoffeln.
Er hat ja keine Ahnung, dass es Internetforen gibt, in denen sich Leidenskumpel austauschen. Darunter auffallen kluge und durchaus erfolgreiche Leute. Foren, in denen diskutiert wird, ob es sich bei der Prokrastination, ein Wort, das der handelnde oder leider eben nicht handelnde Panther dieses Aufsatzes nebenbei bemerkt, gar nicht kennt. Ob es sich dabei also um eine Vorstufe oder Nebenform der Depression handelt oder aber, was man doch lebhaft hoffen möchte, um ein Sonderphänomen, das in keinem Zusammenhang mit Depressionen steht. Manche sehen auch eine Schnittmenge zwischen psychopathischen Verzögerern und Messis, eine Verbindung, die der Mann, von dem hier die ganze Zeit die Rede war, allerdings streng von sich weisen würde. Bei ihm ist es nämlich immer sauber. Gäste fragen ihn nach der Telefonnummer seiner ja wohl offenbar hervorragenden Putzfrau. Wenn ihr wüsstet, warum es bei mir so sauber ist, denkt er dann, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Denn was bei ihm für die Reinlichkeit sorgt, ist Prokrastinationsputzen. Nach 2-3 Stunden des mit Selbstvorwürfen angefüllten Herumpanterns muss der Mann etwas tun, sonst platzt er. Er fragt sich, ob er nicht mal wieder den Küchenfußboden wischen sollte. Aber der muss nun wirklich nicht gewischt werden. Was folgt, ist ein so nutzloser, selbstdemütigender Quatsch, dass der Verfasser sich fast wünscht, eine Partikularprokrastination möge sich einstellen, um ihn daran zu hindern, das Unabweisliche festzuhalten. Der Mann, dieser arme Mann, der so dringend eine Schreibarbeit erledigen müsste, dazu aber nicht in der Lage ist, weil er Angst hat, er könnte im Verlauf der Arbeit an einen Punkt kommen, an dem er nicht mehr weiter weiß. Oder an eine Stelle, an der ihm klar wird, dass er auf dem falschen Weg ist, weswegen er gar nicht erst anfängt, sich auf einen Weg zu machen. Dieser arme, arme Mann beginnt nun, sämtliche Gläser, Teller, Pfannen und Töpfe aus seinen umfänglichen Küchenschränken herauszuholen, um die Abstellböden in den Schränken mit feuchtwarmen Tüchern abzuwischen. Mit trockenen Tüchern reibt er anschließend jedes einzelne Geschirrteil ab, bevor er alles wieder in die Schränke hineingibt. 3 Stunden dauert das. Danach stellt er den Computer aus und ruft einen Freund an, der ihn gestern gefragt hatte, ob er nicht am nächsten Abend mit ihm etwas essen und trinken gehen möchte, was mit einem Hinweis auf die zu tätigende Schreiberei leider abgelehnt werden musste. Jetzt sagt der Mann zu seinem Freund: Du, weißt du was, ich kann doch. Nach 1-2 weiteren mit Warten auf Überwindung selbstquälerisch verbrachten Tagen gelingt ihm die Schreibarbeit dann schließlich wie immer doch noch, und zwar wieder einmal erstaunlich schnell, wenngleich viel zu spät. Da das Ergebnis nicht übel ist, bemüht er die bei seinesgleichen immens beliebte Lebenslüge, dass sich Genie erst unter Druck entfalte, obwohl er natürlich genau weiß, dass die Arbeit noch erheblich besser gelungen wäre, wenn er auch die Verzögerungszeit darin hätte investieren können. Kurz darauf stößt er zufällig durch einen Zeitungsartikel und nachfolgende Netzrecherche auf die Information, dass sein Problem weit verbreitet ist und einen Namen hat, sogar einen hübschen, und inzwischen vielerorts als Krankheit eingestuft wird, was ihn merkwürdigerweise tröstet. Eine Krankheit, denkt er, na, wenn's nur eine Krankheit ist, dann ist's ja nicht so schlimm. Und wird nicht auf allen Ebenen unentwegt prokrastiniert? Wurde nicht seit 15 Jahren immer wieder vor dem Absinken und der Verwahrlosung größerer Volksgruppen gewarnt und erst jetzt nach ewigen Zeiten des Leugnens und Beschwichtigens macht man's zum Riesenthema und findet einen elenden Euphemismus dafür, Prekariat? Jeder, der ernsthaft überlegt, wie man weitere Menschen davor bewahren könnte, diesem Prekariat anheimzufallen, wird früher oder später Gedanken haben, die er lieber nicht haben möchte. Da das Rufen nach Bildung, Bildung, Bildung nichts fruchtet, wenn es um Menschen geht, die nicht in der Lage sind, Bildung aufzunehmen, und der Kapitalismus so bald nicht abzuschaffen sein wird, bliebe noch für eine Senkung der Geburtenrate in Prekariatskreisen zu sorgen. Allein beim bloßen
Anflug eines solchen Gedankens stehen einem die Haare zu Berge. Wer will sich mit solchen Ideen auseinandersetzen? Niemand. Also wird weiter prokrastiniert und abgelenkt, zum Beispiel in Form eines schönen Staatsakts zum Thema 60 Jahre Nordrhein-Westfalen, womit ein schönes Pendant zum feuchten Durchwischen der Küchenschränke gefunden ist. Danke. Bei einem solchen Text fragen sich die Leute natürlich immer, ist das autobiografisch? Also mir ist das Problem durchaus bekannt. Allerdings löse ich es nicht durch Putzen. Leider nicht.